Darüber müssen wir reden. Im Studio begrüße ich Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Abend. Schönen Abend. Hallo. Die Vereinten Nationen, auch die Europäische Union, sie tun sich extrem schwer mit dem Konflikt. Wie sehen Sie den Stand der Entwicklung heute Abend? Gut, es war erwartbar. Die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat, dass hier man sich gegenseitig blockieren würde, gleich welche Resolution man vorlegen würde, wer sie einbringt. Es sind ja verschiedene, war zu Dutzend von Resolutionen im Grunde genommen fast vorbereitet gewesen und eingebracht worden. Das war erwartbar. Die Konstellation ist so, bei den Mehrheitsverhältnissen oder bei den Mehrheiten, die man braucht, 9 Mitglieder von 15 insgesamt und dann im Grunde genommen auch noch, das kommt noch hinzu, eben das Vetorecht der ständigen Mitglieder eingerechnet, da konnte man nicht mit einem Ergebnis rechnen. Und die Positionen, wir haben es hier gerade gehört, liegen so weit auseinander, auch die Lager sind derartig gespalten, dass ich keine Hoffnung hatte in irgendeiner Form, dass hier an diesem Tag eine wirklich brauchbare oder wirklich akzeptable Resolution für die Mehrheit der Sicherheitsratsmitglieder vorliegen würde. Wie beurteilen Sie denn die deutsche Haltung? Ja, die deutsche Haltung, ich meine, hier haben wir das gleiche Problem. Ich hätte fast gesagt, man neigt fast zu sagen, so ähnlich wie das in den Vereinten Nationen ist, so ist es natürlich auch bei uns in der EU, wo wir ja auch keine Mehrheitsabstimmungen haben, wenn es um außensicherheitspolitische Fragen geht, sondern wo wir mit einer Stimme sprechen wollen. Die haben wir hier nicht, einmal mehr nicht. Ich meine, das, worauf man sich geeinigt hat, man sollte jetzt vorsichtig sein. Es wird also wieder so ein bisschen dargestellt, die Europäer laufen alle auseinander, wissen nicht, was sie wollen. Es ist schwierig, hier einen gemeinsamen, kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Den man jetzt gefunden hat, man spricht zwar von humanitären Korridoren und Feuerpausen, aber das ist eigentlich nichts anderes als das, was die Amerikaner im Grunde genommen auch gefordert haben, was Biden gefordert hat, worauf die Israelis im Übrigen nicht so reagiert haben, wie sie es ganz offensichtlich mit Blick auf die europäische Haltung getan haben. Aber das hat etwas damit zu tun, dass Amerika natürlich ein anderes Gewicht in die Waagschale werfen kann, sicherheitspolitisch natürlich und militärisch den Beistand leistet, den Europa nicht leisten kann. Insofern ist die Sache eigentlich jetzt im Ergebnis gar nicht so schlecht oder verkehrt, was die Europäer geliefert haben. Die Frage ist, ist es in irgendeiner Form durchsetzbar am Sicherheitsrat vorbei? Und das ist die große Hoffnung, aber dafür brauchen wir alle Beteiligten. Der Historiker Moshe Zimmermann hat die Regierung Netanyahu am Abend als unfähige Regierung bezeichnet. Wie steht Netanyahu Ihrer Ansicht nach heute da mit seiner Regierung? Ja, also nicht nur heute, sondern überhaupt in diesen Tagen. Wir wissen alle und wir hören natürlich, Israel ist in dieser Situation, in diesem Moment geeint. Wir haben eine Notstandsregierung, die allerdings auch nur existiert, um diesen Konflikt und diesen Krieg und Vergeltung für das, was Israel widerfahren ist, was völkerrechtlich richtig ist und legitim ist, um diese eben zu üben und die Hamas tatsächlich auszuschalten. Das eint Israel im Moment. Darüber hinaus ist es vollkommen klar, und das, glaube ich, ist auch in der Gesellschaft spürbar mittlerweile, wird vielleicht nicht so lautstark nach draußen getragen, aber ich glaube, der Unmut ist groß. Israel ist das erste Mal verwundet worden in seiner Geschichte, ist wirklich verwundbar, hat sich verwundbar gezeigt und dafür wird die Regierung mit verantwortlich gemacht und deswegen wird diese Aufbereitung auf jeden Fall kommen. Sie wird auf jeden Fall kommen. Wie trennt man denn in dieser Situation das Versprechen, Israel zu schützen, von einer Zusage an eine Regierung, die man eigentlich nicht richtig findet? Das ist sehr schwierig. Das ist eine Gratwanderung. Das sehen wir ja und erleben wir ja auch in der Argumentation. Auch nicht zuletzt deswegen haben wir natürlich auch diese Schwierigkeit am Ende des Tages, auch diese Kakophonie, wie man so schön wieder jetzt sagt, in Europa. Weil es ist eine Gratwanderung. Wir haben auf der einen Seite, daran gibt es keinen Zweifel, Israel hat das Recht, sich zu wehren, zurückzuschlagen. Das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der Charta gilt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht im Interesse weder der Europäer noch der Amerikaner oder irgendeines Beteiligten, dass daraus der berühmte Flächenbrand wird. Das ist ganz entscheidend davon abhängig natürlich, dass diese Bodenoffensive, dass sie verhältnismäßig läuft und dass sie eben nach Möglichkeit das Völkerrecht einhält und die Zivilbevölkerung in irgendeiner Form schützt. Das kann man nicht absolut tun, aber man muss alles daran setzen und alles daran tun, dass das in irgendeiner Form möglichst geschieht. Und das ist die große Gratwanderung. Bis jetzt
hat das einigermaßen funktioniert, der Druck sowohl aus Washington und auch von der internationalen sozusagen Staatenwelt, die ja Israel trotz allem immer wieder vorsichtig darauf hinweist, reagiert jetzt nicht über. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wesentlich und das ist die Voraussetzung dafür, dass es bei dieser Unterstützung in der Form bleibt. Eine letzte Frage und auch wenn sie schwierig ist, mit der Bitte um eine einigermaßen kurze Antwort. Wir haben jetzt zwei Kriege und eine ziemlich desolate Weltsituation. Wie nah sind wir an einem Flächenbrand? Im Nahen Osten sind wir, glaube ich, näher an einem Flächenbrand als hier in Europa, wo wir ja auch in den letzten Monaten, seit Putin die Ukraine überfallen hat, immer wieder darüber nachgedacht hat, geht das oder schwappt das über auf europäisches oder NATO-Territorium. Im Nahen Osten ist die Gefahr sehr, sehr groß. Das Einzige, was mich hoffen lässt, ist, dass alle Beteiligten, weder die Amerikaner, noch Russland, noch China, ein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt sich ausweitet. Professor Stefan Fröhlich, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Analysen.